und hiermit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rune Factory 4. So, ich habe jetzt ganz viel von meinen Edelsteinen verkauft, in der Hoffnung, dass ich die jetzt hier wieder gut ankaufen kann. Bist du der Richtige? Nee, du bist der Fischreisende. Ich suche den Edelsteinreisenden. Edelsteine zeigen. Habe ich jetzt eine größere Auswahl? Nein, es hat mir quasi überhaupt nichts gebracht. Mist. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich die ganzen Sachen verkauft. Na gut, damit muss ich jetzt leben oder vielleicht bietet er sie morgen erst an. Das ist auch nicht schlimm, da gehe ich jetzt, ich bin jetzt mal so frech. Ich warte mal noch einen Tag, vielleicht bietet er morgen dann die neuen Sachen an. Ich gucke mal, guck mal, Flavia ist im Laden. Dann würde ich mich ja auch hier erstmal direkt kümmern. Hallo Flavia, ich möchte gerne Saat und Nährstoffe erwerben und zwar Feuerblumensaat. Davon brauche ich ja einiges. Oder war das Herbstgrassaat? Nee, ich glaube Feuer, oder? Mach einfach mal. Wir haben ja einfach mal ein bisschen Feuerblumensaat Spaß. So, wir haben ja die Kohle, ne? So, danke schön, Flavia. Dann pflanzen wir das einfach mal an. Schmeißen dann noch so ein bisschen Formel C drauf, weil wir halt eben so krass sind. Was braucht ihr denn jetzt? Waren das jetzt Feuerblumen oder Herbstblumen? Ich glaube Feuerblumen, oder? Feuerblumen, genau. Ich nehme die Feuerblume und ich gebe die Feuerblume. Oh yes. So, wo sind sie denn, die Kleinen? Da. Perfekt. Da würde ich jetzt wirklich erstmal nochmal schlafen gehen und gucken, ob es morgen dabei ist. Dann kann ich, weil das Platin dann immer zusammenzusammeln ist echt fies. Würde ich aber halt schon gerne machen, weil wir brauchen das Platin. Zur Not muss ich dann offscreen ein bisschen Platin farmen. Weil damit kannst du die Sachen halt eben am besten upgraden. Dann später noch mit Gold und mit Silber und so, aber Platin ist immer der beste Anfang. Guck mal so, das habe ich jetzt halt auch erstmal verkippt. Guck mal, vielleicht haben wir ja Glück und morgen ist es dann im Angebot. Jetzt habe ich nicht so viel heute gemacht, das gebe ich offen und ehrlich zu. Vielleicht haben wir nebenbei auch noch Glück und das Felddungeon ist fertig. Das wächst ja gerade mit fünffacher Geschwindigkeit. Da haben wir eine Chance, dass hier was passiert sein könnte. Oh nö, aber es sieht schon, fett aus. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Das guckt schon so. Das braucht ja ewig, ne? Wenn du nicht Formel C drauf kippst. Wie gesagt, es wächst ja gerade mit fünffacher Geschwindigkeit. Das ist ja schon brutal schnell. So, jetzt muss ich ja aber noch das ganze Zeug einsammeln, ne? Aber ich mache später. Das ist eher so ein Offscreen-Ding, das ganze Feld jetzt hier zu ernten. Hier möchte ich aber trotzdem mal alles bewässern. Dann habe ich hier trotzdem mal drüber gehen, ne? So. Oh, da war wohl die Gießkanne fertig. Leer. Das möchte ich jetzt nicht riskieren, dass das hier nicht gegossen ist. Aber es ist anscheinend sehr gut. So, was gibt es jetzt hier? Blaue Bärl. Locke, Glocke. Nehmen wir mal mit einmal das Saatgut. Um alles schön groß zu züchten. So, das war es eigentlich auch schon wieder fast hier, ne? Hier habe ich jetzt wieder ein freies Feld. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, dann verkaufe ich das Saatstück. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da. Stufe 7. Kann man machen. Mal hier, Tomate, Stufe 6. Das ist die ganze Futtersaat, Stufe 3, warum nicht? Ich weiß gerade gar nicht, ist das gerade eine gute Melonenqualität? Ich bin mir gerade nicht sicher. Oh, rosa Melon. Vielleicht pflanze ich auch noch ein paar Erdbeeren an. Na, guck mal dann erstmal. So, jetzt gucken wir mal. Ne, erstmal sammle ich noch Milch und sowas ein. Gute alte Wolle und die Eier und die Milch. So, dann warte ich Ventus nochmal kurz scheren. Es wäre nett, wenn du mich an das Zeug ranlässt. Die sind dann auch mal in so einem übelsten Bulge um mich herum und dann lassen mich nicht an die ganzen Sachen ran. Ja, okay. Dann haben wir hier drüben noch die ganze Milch mit. Och, gießen muss ich auch noch. Ich hab so viel zu tun. Ui. Hier, ruht dich mal bitte aus. Ich werde bald aufhören lassen. Du sollst aufhören lassen. Genau, ruht euch mal. Du sollst auch aufhören. Aufhören lassen. Ruht euch bitte beide aus. Vom ohnehin schon nichts tun. Felderarbeit zuweisen. In der Mitte. Nee, nicht aushelfen. So, nehmen wir die Milch mit. So, nehmen wir hier noch die Milch mit. Du kannst hier auch gleich mithelfen. Zur Feldarbeit zuweisen. Links. Bitte nichts aussehen, sonst sind wir hier auch schon mal durch. Gut. Na komm, jetzt werde ich das große Geheimnis lüften. Vielleicht haben wir ja Glück und heute bietet er Mithril oder ähnliches an.
Das wäre richtig Premium, wenn nicht. Wie gesagt, dann wird wohl wieder eine Offscreen-Session auf mich warten, wo ich entsprechende Materialien zum Verbessern meiner Ausrüstung zusammensuche. Das wird heftig. Aber okay, okay. Was sein muss, muss sein. Stimmt's? Edelsteine zeigen? Zeig mal. Nee, klappt nicht. Tatsache. Oh, nee, es ist trotzdem random, ne? Es ist trotzdem random. Es könnte eventuell... Weil hier der Diamant war noch ja schon nicht vorbei, dabei. Aber Gold ist jetzt... Okay, das wechselt jetzt quasi durch. Wie beim Fisch. Beim Fisch gibt es generell ein bisschen mehr Auswahl. Und das wechselt durch. Also sollte ich jetzt beim Diamanten zum Beispiel gegebenenfalls ein bisschen zugreifen. Ich nehme einfach mal ein paar mit. So, wenn die gut sind. Silber ist jetzt so lala. Wie viel habe ich schon? 28 brauche ich nicht. Aber vielleicht habe ich ja Glück und es ist irgendwann auch nochmal Platin dabei. Versteht ihr? Sehr gut. Gut, da habe ich jetzt aber trotzdem jetzt erstmal nicht so viel zu tun. Dann würde ich jetzt trotzdem auch vielleicht auch schon mal anfangen, ne? Man kann da schon mal anfangen. Was machst du denn in meinem Haus, Dolzy? Geh hier weg. Das ist ja gruselig. So, verbessern. Dann fangen wir schon mal an. Ich habe hier die Liste. Platin-Kettenhemd, Kettenhemd, weiße Schleife, Schneestiefel und das heilige Amulett. Das sind alle Sachen, die ich aufbessern muss, möchte, sollte. Fangen wir hier schon mal an. Das war gerade, glaube ich, schon gar nicht mal so schlecht, die Sortierung. Ballermann erstmal. Ja, genau. So. Nee, hä? Wieso kann ich das nicht aufwerten? Muss ich das... Ah, muss ich das hier machen? Die Stoffnuss. Verbessern. Ups, ja natürlich. Wusste ich doch. ich bin da schon so drin, ne? Wo ist es denn da? Na, Material, hier war doch direkt noch einmal Platin. Da. So. Dann gucken wir mal. Wow, ja, das macht schon mal einiges, ne? Das macht schon mal einiges. Gut, dann machen wir das mal. Das gute alte Platin-Kettenhemd. So, jetzt gucken wir mal hier rüber. Oh, war schon eigentlich gerade richtig so. So. Jetzt muss man mal gucken. Mhm. Das macht 10 Punkte. Und das macht 12 Punkte. Ist ja auch schon mal ein Anfang, oder? Machen wir das mal. Zack. Platin-Kettenhemd mit extra Platin. Was haben wir hier? Das ist sehr schlecht. Gucken wir mal lieber hier so, ne? Naja, auch schon um einiges besser. Was gibt's noch so? Sowas hier, ne? Oh ja, yeah, da geht der Angriff mit hoch. Finde ich richtig gut. Muss immer so ein bisschen rumprobieren. Das ist brutal, ne? Ja, das ist echt brutal. Ich guck gerade. Hm. Was bringt das hier? Ein bisschen mehr Angriff. Was bringst du? Oh. Ja, okay. Noch ein bisschen Verteidigung. Aber ich glaube, ich investiere das lieber mehr so zur Verteidigung, oder? Was macht das hier? Hm, ganz nett. Was bringt das denn hier eigentlich? Die Golem-Tafel. Oha. Oh, so, okay. Guck, da steht der AP an. Die ich dafür brauche, um das einzuarbeiten. Ups. Das ist schon ein bisschen viel. Und der Skorpionschwanz. Der macht auf jeden Fall den Angriff even. Da muss man echt gucken, was es da am besten geht. Also hier so Fell groß. Was macht das? Ja, 10 Abwehr. Und auch noch Energieabwehr drauf. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Muss ich mir merken. Muss ich erst einmal. Am besten mache ich das zum Großteil eh aufs Queen. Weil, es ist so viel rumprobiere, was hier gut ist und was nicht. Bringen die Blumen auch irgendwas? Tatsache. Okay. I see. Ich glaube, die Wolle ist sogar schon mit das Beste hier, oder? Wo war sie denn? Wolle. Die 10 Abwehr. Und 5 Magieabwehr. Das ist schon mal ganz nice. Was macht der Kumpel hier? Der ist nicht so gut. Lashes Erz. Oh, das ist wieder teuer. Aber möglich. Das ist aber auch nicht so gut. Ich muss hier rumprobieren. Nee. Die Wolle scheint gerade der echte Bringer zu sein. Ich brauche eindeutig bessere Sachen. Ähm.
Mein Freund ist hier wieder am Rumhusten. Das hier, das wird auch gut, oder? Das macht doch einen Angriff besser. Hm. Wie sieht es jetzt hier mit Gold aus? Ich glaube, die Wolle ist echt momentan das Beste. Krass. Nehmen wir die Wolle. Warum auch nicht, ne? Hier, einmal. Oh, die kostet aber auch mega viel an Ausdauer. Da muss ich erstmal vorher noch was snacken. Habe ich denn noch Rübensnack dabei? Da. Damit das klappt, ne? So. Dann probieren wir das nochmal, ne? Krass, ey, dass die Wolle so reinhaut. Hätte ich nicht gedacht. So, nehmen wir die mal rein. Oh, Diamant habe ich ja auch noch, ne? Kann ich eigentlich auch noch probieren, oder? Gucken wir gleich nochmal. Einen Moment. So, ne? Ja, das ist schon... Schaffe ich das? Habe ich überhaupt genug Ruhenpunkte dafür? Das könnte knapp werden, ne? Ich glaube, das schlägt fehl. Was sagt denn der Diamant? Das. Ja, da macht sehr viel Energie, Magieabwehr auch noch hoch. Ich glaube, der Diamant ist sogar besser, ne? Besser als die Wolle. Scheiß auf die Wolle, ne? Scheiß auf die Wolle, der Diamant, das ist es. So. Noch ein Diamantverleih reinballern. Für die Magieabwehr ist der echt Gucci, möchte ich sagen. Vielleicht würde ich auch erstmal weniger Wolle dann probieren. Mit dem Magieangriff auf den pfeife ich gerade so ein bisschen, ne? Ich greife fast eh nicht an. So, in die Richtung. So. Das hier macht mir echt Sorgen. Ich überlege, wenn ich ein bisschen schlechtere Wolle nehme. Entschuldigung, ich bin gerade hier voll auf dem Wolltrip. Oder hier so, sowas. Ja, also, ja. Ne? Krass. Das ist, Abwehr, Magieabwehr. Warum nicht, ne? Kann man ja mal gucken. Jetzt hier so die normale Wolle. 5-3. Auch 5-3. Okay, da kann ich auch schon das hier nehmen. Was macht denn jetzt nochmal Gold? Sorry, Leute, ich muss jetzt hier echt mal rumprobieren. Das ist echt viel, was hier abgeht. Okay, da geht auch nochmal richtig... Okay, ja. Oh, nee. Die RP, die ich dafür brauche zum Einarbeiten. Das sind natürlich krasse Sachen, ne? Was gibt's hier? Was macht das? Magieangriff. Okay, bei der Feder geht der Magieangriff extrem hoch. Alter, hier muss man echt rumprobieren, ne? Was macht das hier? Nur die Abwehr. Boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf, hier mal rumzuprobieren, was hier gut funktioniert. Finde ich echt super. Dann würde ich jetzt vielleicht sogar dazu neigen, erstmal mit was anderem weiterzumachen, ehe ich jetzt das irgendwie versaue. Dann nehme ich erstmal noch, ich weiß nicht, was nehmen wir denn da nochmal, noch was anderes verbessern. Da muss ich jetzt echt in Anführungszeichen offscreen ein bisschen rumgucken, was am besten sich immer bei allen anbietet. So, da habe ich den jetzt erstmal ein bisschen aufgebessert. Also Verteidigung ist jetzt, Alter, ne, da ist gerade mal erst auf Level 5, da geht noch was. Magieangriff, Angriff, Normalangriff ist minimal geringer, aber hier guckt man die Verteidigung. Die ist mehr als 100 Punkte besser. Das macht, glaube ich, sehr viel aus. Und dann beim Rest wird es so ähnlich aussehen. Also da ist auf jeden Fall noch sehr viel Luft nach oben, würde ich mal behaupten. Bei allen den Sachen hier. Da muss ich echt gucken, dass ich jetzt hier noch ganz viele bestimmte Metalle sammle. Und die dann entsprechend auch einsetze. Da muss ich jetzt echt schauen. Das ist jetzt, glaube ich, momentan sehr wichtig. Mein Angriff ist jetzt eh so lala. Dann muss ich auch gucken, dass ich da vielleicht bessere Sachen reinarbeite. Ist, glaube ich, auch wichtiger. Also, ich habe das so ein bisschen vernachlässigt, sage ich mal. Ich muss, glaube ich, auch generell meine Bastelfähigkeiten verbessern noch. Damit ich da vielleicht auch mal ein paar bessere Sachen einsetzen kann. Ich habe ja gesehen, also die Wolle, das ist ja, das kostet schon sehr viele Punkte. Das ist schon fies. Ich kaufe mal nochmal, ich weiß gar nicht. Oh, nee, das ist schon viel. Oh, das habe ich aus Versehen gekauft. Naja, passiert. Ich wollte eigentlich zurückgehen. Na gut, jetzt habe ich schon ein paar mehr Diamanten gekauft, als ich wollte. Passiert. Ja, upsie, ne? Wer kennt das nicht? Aus Versehen mal zu viele Diamanten kaufen. Typisches Problem. Okay. Das lasse ich jetzt. Muss ich mich jetzt hier auf jeden Fall offscreen ganz intensiv darum kümmern. Ich kann da dann auch, wenn ihr wollt, dann nochmal zu Barrett gehen und mir von ihm nochmal aufschlüsseln lassen, was ich da alles reingesteckt habe.
Schauen wir mal. Es macht mir aber Spaß, da rumzuprobieren. Da möchte ich jetzt auch, wenn ich ehrlich bin, nicht so sehr im Internet nachgucken oder so, damit da reinreden lassen. Das ist so eine Sache, die ich gerne selbst so ein bisschen rausfinden möchte für mich, was da am besten ist, das einfach einzuarbeiten. Und wie gesagt, vielleicht auch ein bisschen hier Handwerkszeug üben. Ich weiß gerade gar nicht. Elfenumhang, ein paar Schutzpanzer basteln oder sowas. Was ist denn das jetzt, die Schulterstück? Bringt nicht so viele EP, ne? Vielleicht ein paar Platinhemden noch basteln, aber brauche ich selbst eigentlich. Na, muss man mal gucken, ne? Wird jetzt auf jeden Fall einiges noch an rumgeschmörkel. Da würde ich jetzt sogar... Ne, ich guck mal ganz kurz nochmal bei Elisa. Hallo Elisa, was geht ab? Gibt's noch eine coole Anfrage, Lieferung durchführen? Medizinkraut für Linfa? Ja, wir brauchen die Punkte. Komm, mach mal. Mach mal. Dann wird jetzt nochmal schlafen gehen. Vielleicht haben wir ja Glück und das Feldtanchen ist fertig. Da können wir das in dieser Folge sogar noch machen. Und dann wird das hier offscreen Zeug verbessern für mich. Worauf ich mich ehrlich gesagt freue. Ich optimiere aber so, es macht Spaß. Es ist bei Room Factory sowieso so ein perfektes... es ist einfach perfekt abgemischt. Es ist nicht zu kompliziert, sage ich mal, aber kompliziert genug, dass es Spaß macht, sich da so reinzufuchsen. So empfinde ich es jedenfalls selbst. Also bei anderen RPGs, da muss man auf so viel achten, da vergeht mir die Lust. Aber hier ist das von der Komplexität irgendwie für mich genau richtig. So. Linfa. Brauche ich jetzt noch das Medizinkraut? Das, ja, genau das habe ich gebraucht. Vielen Dank. Wie viele Punkte bekomme ich? Na, die Prinzess Otenstein. Wartet mal. Hier. Oh mein Gott. Ich kann dir den Stein wirklich an den Kopf werfen. Ich habe das gerade noch aus Spaß gemacht. Oh Gott. Ich glaube, ich sollte lieber aufräumen. Zum Ausgleich könntest du etwas mir hier vom bringen. Milchreis. Oh mein Gott, ich habe ihr den Stein in den Kopf geworfen. Ich wollte das nur so aus Spaß so aussehen lassen, aber dass das Spiel das wirklich macht. Oh mein Gott, das schockiert mich jetzt gerade schon ein bisschen, dass das geht. Ups. Man muss ja heutzutage, also wie komplex heutzutage die Spiele sind, ne? Da muss man auch mal ein bisschen aufpassen. Oh Gott, hier, die haben wir, bitte Fellarbeit zuweisen. Bitte rechts bei den Bäumen. Nee, nee, einfach nur normal arbeiten. Das wäre sehr nett. Dankeschön. Oh mein Gott. Ich habe Linfa mit Stein abgeworfen. Das ist das Brutalste, was geht. Vermutlich habe ich einfach nur den Stein gedroppt und jetzt geärgert, weil hier was liegt. So, meine Notizen über die Entspannungsteezubereitung. Weißt du, Harold Cannon hat morgen Geburtstag. Oh, dann kann ich morgen Will Cannon auch mal Entspannungsthemen machen. Da freut er sich bestimmt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es noch geschafft haben, hier irgendwie das Felddungeon... Kann ich da schon irgendwie? Ist das fertig? Kann ich da reinschlüpfen? Bin mir gerade nicht sicher. Es klingt so, als wäre da ein kreischender Affe drin. Ich denke, ich kann jetzt hineingehen. Oh mein Gott. Oh, jetzt bin ich reingegangen, ne? Jetzt ist vorbei. Eigentlich hätte ich vielleicht noch ein bisschen Hilfe suchen sollen. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, kann ich hier lang? Kann ich hier lang? Nein. Also hier kann ich einfach wieder raus. Hier ist der Start. Oh Gott. Oh. Verwelktes Gras nehme ich sehr gerne mit. Hier oben kann ich noch nicht lang. Hallo? Da kann ich auch nicht lang. Okay. Hallo hier. Und ich komme rein und werde direkt vergiftet. Danke, ihr Lümmel. Zum Glück habe ich Gegengift immer dabei. Sagte ich. Ja, habe ich. Gott sei Dank. Uff. Ah, jetzt kann ich zur Seite oder weiter hoch. Da haben wir wenigstens hier noch was. Geht's hier weiter? Nee, das sieht nur so aus. Oh, guck mal da. Das verbessert meine Intelligenz dauerhaft. Das ist ein sehr wertvolles Item. Wenn ich das dann einsammeln könnte, dankeschön. Ich brauche irgendwas, was mein, irgendwie Stun-Wahrscheinlichkeit reduziert oder so. Das ist super nervig, wenn du da mal gestunt dastehst und nichts tun kannst. Ist das hier richtig? Das sieht schon so richtig aus. Ach, nervt mich nicht. Ich spare jetzt einfach die Dinger auf euch. Ich bin total überlevelt natürlich. Oh, Pantherkralle, sehr schön. Oh, aber ich habe trotzdem ein Level abgekriegt. Sehr schön. Ja, ich bin ziemlich überlevelt momentan noch, weil eigentlich hätte ich das mit dem Dungeon hier schon viel eher machen sollen. Aber ich dummlos habe das irgendwie bisher ignoriert. Das sieht schon so richtig aus. Oh, was haben wir denn hier? Oh, Kroketten, Erdbeermilch und rosa Katze. Was haben wir hier? Ketchup, Currypulver, Ananas, Waffenbrot. Okay, das war gut, dass ich hier nochmal lang bin. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz gucken. Ich habe hier diesen Intelligenzsteiger und diese Pille. Die würde ich gerne nehmen. Oder habe ich sie schon genommen? Nee, eigentlich nicht. Da ist sie.
Wenn man alt wird, vergisst man sowas schnell. Wundert euch nicht. So. Jetzt hat sie die weggesteckt. Mädel, du sollst die einnehmen. Schluck das Ding. So, um einen Punkt klüger. Geil. Hilft mir nicht so viel, weil ich glaube, ich eh nie mit Magie angreife. Ich denke mal, dass das meine Magie-Damage vergrößert. Ich kann das ja machen. Piu, 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 piu. Ja, das kommt wieder nochmal zurück, mein Süßer. Tja. Und jetzt Start. Wie Start? Nächste Stufe. Na dann, nächste Stufe. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, ne? Also. Oh, da hinten ist Mischreiz. Ich glaube, Linfar wollte den. Dann kann ich dir seinen Deck geben. Und das ist auch Mischreis. Perfekt. Kann ich dann gleich Linfar in die Hand drücken. Ein bisschen Misch habe ich sogar auch bekommen. Gehen wir mal hoch. Oh, das sieht... Wow. Sandwich. Apfelbaumsaat. Udon. Was zur Hölle? Oh, Platin. Ha, toll. Käsekuchen. Oh, also merkt euch das nächste Mal immer Hummer-Sashimi. Die sind da voll die krassen Sachen dabei. Wow, also sollte ich ruhig öfters mal machen, ne? Also merke, ganz viel Dungeon-Saat, Saat-Dinger einsammeln. Habe ich jetzt die letzten Tage nicht gemacht. Verdammt, jetzt ärgere ich mich. Muss ich das nächste Mal auf jeden Fall machen. Ich meine, hier haben wir oft genug noch Anfang des Monats, dass ich das da sammeln kann. Aber das hilft schon ganz schön weiter. Heute ist ja noch der 5. Vielleicht kann ich nochmal gegen das Vieh kämpfen. So, ich bin wieder vergiftet. Das ist wieder ganz super. Eigentlich wollte ich jeden Tag hingehen, ne? Aber ich war jetzt so mit den anderen Sachen beschäftigt, dass ich das ganz vergessen habe. Das Dungeon. Was gibt's denn jetzt hier? Oh. Oh, ach. Oh, du bist eine Mimik. Das war schon bemuselt. Stirb, Mimik. Oh, was haben wir hier? Zerbrochenes Heft. Warum nicht? So. Stirb! Keine Chance, fand einfach all direkt tot um. Kann ich nur hoch? Steht es immer auf der Map nicht. Ja, okay. Ja. Okay. Sie sieht ja sehr einfach aus. Momentan ist hier gar nichts zum Kämpfen. Ich laufe einfach nur durch. Okay, okay. Oh, hier ist eine große Abzweigung. Oh, was ist das denn? Das will ich haben. Was ist das? Ein Lichtkristall. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Ich bin so voll mit Sachen. So, wo geht's denn hier lang? Oh! Protein? Ey, Alter, lass mich erstmal mein Protein nehmen. Dankeschön. Junge. Lichtkristall. Das könnte natürlich auch interessant sein. Ich sollte auf jeden Fall mehr von diesen Dungeons machen. Oh Gott, ich habe so wenig Platz im Inventar. Das ist gerade irgendwie alles super unpraktisch, möchte ich schon fast sagen. Hier, Gegengift brauche ich einmal. Ja, ja. Du stichst mich. Ich hab's verstanden. Geh weg. Ich wünsche, dass du mich vergiftest. Bleib auf Abstand. Geh weg. Jetzt muss ich wieder an Queen Hell denken. Das habe ich gestern mit meinem Freund gespielt. Da haben wir uns auch mit einem Skorpion geprügelt. Ja, habt ihr auch schon mal mit einem Skorpion geprügelt? Richtig krasse Erfahrung. Oh. Macht Platz. Ich muss durch. Ich bin viel zu krass für euch. Oder so. Ich glaube, die Feld-Dungeons werden auch mit der Zeit schwerer. Qualitätstuch. Sehr schön. Ah, ich habe keinen Platz. Stimmt. Ich muss jetzt hier gucken, was ich wegwerfe. Ja, die Steine hier brauche ich jetzt nicht zum Beispiel. Kann ich die nicht irgendwie wegwerfen? Können die irgendwie weg? So, was brauche ich mal noch nicht? Die Tomate. Ah, Level 6 Tomate ist das aber, ne? Das dunkle Gericht kann auch weg. Das Gegengiftgras kann weg. Das würde ich gerne behalten eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Dann gucken wir mal. Na, lass mal erstmal so. Ups. Hier geht's nicht runter. Da drüben ging's nochmal runter. Gucken wir mal, was es da noch gibt. Na, ihr. Ich bin gerade sehr gespannt, was am Ende. Tschüssi, Sakria. Was? Achso, ich wollte hier irgendwas töten. Hatte ich anscheinend eine Quest. Was ich selbst nicht mehr wusste. Ah. Eine Kiste. Oh Gott. Schokolade.
habe ich schon eingesammelt. Forellen-Sashimi, das futter ich mal. Ach, die Schokolade, das ist jetzt nicht so wichtig, ne? Das davon kriege ich eigentlich immer genug. Schade trotzdem. Das sind trotzdem relativ gute Items, die man hier findet. Muss ich mir auf jeden Fall merken. Dass ich das öfters machen muss. Ganz dringend jedenfalls. So, du wieder. Take this! So, ah, jetzt bin ich hier durch, aber hier hinten ist noch eine Abzweigung, die ich noch nicht genommen habe. Vielleicht ist da noch was Cooles versteckt. Oh nein! Was ist denn hier dazwischen? Ein Stiefel. Pommes. Die stecke ich mal ein. Ach, geht nicht. Und dann halt nicht. Vielleicht kriege ich hier Rettichsaat. Was hat denn da für eine Qualität? 3. Ich glaube, das ist ganz okay. Ich muss das Futter mal einfach weg. Das ist ein bisschen ärgerlich. Eiscreme. Oh, hier. Was haben wir denn hier? Geheimnisvolles Pulver. Das brauche ich. Also, ich weiß nicht, ob ich es brauche, aber sollte ich mal mitnehmen. So, weiter geht's. Hier liegt das ganze Zeug jetzt hier rum. Es tut mir leid. Ich bin nicht sonderlich gut vorbereitet, anscheinend nicht reingegangen. Hä? Ja. Nächste Stufe. Ja, bitte. Was passiert jetzt hier? Ich möchte eigentlich... Oh, eigentlich ist das schon cool, was es auch so viele Sachen gibt, aber ich will, dass es endet, weil ich halt einfach... Ist wieder Milchreis. Hier gibt es halt einfach so viele coole Sachen gerade und es ärgert mich, weil ich keinen Platz habe. Ah, hier ist ein Portal, ein Mentor. Oi, Ducky McDuckface. So, eigentlich wollte ich jetzt wirklich einmal ganz schnell das Portal hier ab. Schließen. Und hier sind so viele krasse Sachen. Ich glaube, ein paar Sachen findet man eventuell nur hier oder später im Game. Deswegen wäre es echt gut, wenn man das hier regelmäßig machen würde. Upsi. Okay, jetzt geht's nur hier lang. Jetzt geht's hier runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ein großer Dämon. Oh, bist du ein Boss? Bist du ein Boss? Bist du ein großer... Kann ich dich zähmen? Das wäre natürlich auch cool, ne? Warst du der Boss? Ich weiß gar nicht. Er sieht ja bossig aus. Was habe ich denn jetzt hier? Schildsaat. Perfekt, genau die wollte ich. Jetzt haben wir Schildsaat. Jetzt können wir das endlich mal, hier was anpflanzen. Oh, erstmal Platz hier. Ich will nochmal gucken, was hier noch so war. Vielleicht finde ich hier noch was Praktisches. Also die ganzen Gerichte und so, das ist schon mega. Also das ist ja hier richtig pickepacke voll mit krassen Sachen. Ich muss das echt öfters machen, Leute. Mach mal Platz hier. Ich will gucken, ob hier noch was Krasses irgendwo ist. Hier oben ist auch noch einer. Hab ich gesehen. Stirb. Du kleiner Goblin. Ah, hier. Ja, eine Palmenkralle würde ich schon gerne mitnehmen. Schlimm mit mir, ne? Noch irgendwas? Was bist du denn? Chinesischer Manju. Kochbrot. Brot. Ja, das sind schon Sachen, die ich gerne mitnehmen würde, ne? Aber jetzt nicht so krasses, dass ich jetzt unbedingt was eintauschen muss. Aber jetzt so Protein oder sowas dabei ist, das wäre natürlich sehr wichtig. Warte mal. Ah, hier eins, zwei drunter noch. Also wie gesagt, das nächste Mal am besten mit deinem Inventar hergehen. Muss ich mir merken. Wichtig. Ist auch noch was? Eine Ananas. Da hab ich eh schon eh, ne? Gut. Gut. Danke. Kann ich jetzt hier nochmal reingehen? Das ist große Frage, ne? Es klingt so, als wäre da ein kreischender Affe drin. Ich denke, ich kann jetzt hinein. Es kann natürlich sein, dass ich den jetzt nochmal machen kann, ne? Aber jetzt nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall einmal Schildsaat bekommen. Das würde ich jetzt eventuell sogar... Warte mal, ich muss mal Platz machen, ne? Ich wollte eigentlich noch... Oh Gott, das Ganze... Oh Gott, wir haben so viel zu tun. Ich bin gerade wieder total überfordert. Ich denke, gefühlt 10 Sachen, die ich jetzt hier tun könnte. Jetzt habe ich hier den Apfelbaumsaat, ja, von mir aus. Ich weiß nicht, ob der Rettichsaat gut ist. Ich glaube, ich habe Rettich nicht so gezüchtet. Deswegen könnte Level 3 mir schon zuträglich sein. Alter, die ganzen Gerichte und so. Das ist nicht normal. Oh, jetzt habe ich außerdem hier das Futter reingetan. Das ist mehr als nur fallig. Das müsste jetzt bestimmt hier ganz unten sein, oder? Das muss ich runtergehen. Ich kann, glaube ich, hier mit R das ein bisschen beschleunigen.
So, nee, ich sag, oh nee. Wo ist denn das Futter jetzt? Ich hab schon irgendwo Futter zwischendrin und ich weiß nicht wo und. Ah, offscreen. Offscreen. Ich muss das offscreen machen. Qualitätsfell, Fell. Da kriegt man auch hier geheimnisvolles Pulver. Ne? Das sind alles so Sachen, die ich eventuell auch brauche, um bessere Waffen zu schmieden. Ich hätte das viel eher machen sollen, Leute. Viel eher. Damit verbunden jetzt der nächste Punkt. Ich versuche nochmal das. Ja, ja, ich weiß, hier ist das Feld voll. Muss mich auch noch drum kümmern, sorry. Damit verbunden ist, dass ich jetzt nochmal versuchen soll, nochmal das Dungeon zu machen. Dass ich vielleicht noch ein zweites freischalte. Noch ein Feld-Dungeon. Das wäre richtig Gucci. Und ob das nur einmal pro Monat geht. Muss man rausfinden. Gucken wir mal. Komm schon. So. Hier komme ich jetzt trotzdem nicht lang, ne? Komme ich von da oben da vielleicht irgendwie ran? Nee, das ist ja trotzdem gerade nicht durch, ne? Kommt dann vielleicht später irgendwann. Ich habe keine Ahnung. Wir probieren das jetzt erstmal aus. Nochmal. Hey Leute, was geht? Oh, ich bin falsch gelaufen. So, jetzt hier nochmal runter. Hey Leute, was geht? Was geht? Was geht? Schnell rein hier. Was gibt's hier noch? Irgendwas Schickes? Eine Rübe? Ein Stock? Nee, brauchst du beides nicht. Sieht jetzt hier noch was? Oder kann ich das wirklich nur einmal im Monat machen? Nee, anscheinend nur einmal im Monat. Okay, da habe ich das soweit schon richtig gemacht. Hui, Leute. Gut, da werde ich jetzt offscreen jetzt nochmal gucken, ob ich den Dungeon nochmal machen kann. Werde Metrile sammeln. Werde mein Equipment weiter verbessern mit Diamanten und so. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ein bisschen mehr aufgerüstet habe. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye.